Das hessische Viernheim mit seinen knapp 33.000 Einwohnern ist eine mittlere Industriestadt unweit von Mannheim. Seit 1994 trägt Viernheim auch den Titel Brundtlandstadt, da sie an einem Modellprojekt zur Energieeinsparung teilnimmt. Mit dieser Auszeichnung ist die Verpflichtung verbunden, den eingeschlagenen Weg nicht nur fortzusetzen, sondern die Klimaschutzaktivitäten zu intensivieren. Eines der ökologisch wesentlichsten Themen in Viernheim war und ist die energetische Gebäudesanierung. Schon früher gab es umfangreiche Beratungsangebote und eigene Förderprogramme der Stadt. Doch genutzt wurden diese Angebote kaum. Frei nach dem Motto, wenn der Bürger nicht zur Beratung kommt, muss die Beratung eben zum Bürger kommen, zieht seit 2009 immer wieder eine Energiekarawane, bestehend aus 10 Energieberatern, durch Viernheims Straßen. Ja, wir wollen mit der Karawane, die durch die Stadt zieht, durch verschiedene Wohngebiete, dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen, die Eigentümer eines Hauses sind, eines älteren Hauses, ihr Haus dämmen und dann Geld sparen und Energie sparen. Das ist der Sinn. Und so begann alles. Mit Kamelen, mit als Ölscheichs und Ölmagnaten verkleideten Schülern, mit einem Beduinenzelt und vielen Informationen zum Thema Energieeinsparung. Kein Märchen aus 1001 Nacht, sondern Viernheimer Realität. Aus der mangelnden Nachfrage nach den kommunalen Förderprogrammen hat man in Viernheim Konsequenzen gezogen und beschlossen, die Hauseigentümer in ihrem vertrauten Umfeld aufzusuchen, um ihnen die Möglichkeiten und Perspektiven einer energetischen Haussanierung aufzuzeigen. Vorbereitet wurden die Aktionen mit einem Anschreiben des Bürgermeisters an die Hauseigentümer, durch Pressearbeit und Poster im Stadtgebiet. Im Aktionszeitraum von einem Monat zogen die Berater tatsächlich von Haus zu Haus und boten eine kostenlose Beratung, nicht zuletzt zum Thema Finanzierung, an. Es gibt sehr günstige Kreditkonditionen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das ist zum einen. Und zum anderen, was oft etwas vernachlässigt wird, ist eine sehr hohe Energieeinsparung von durchaus 1.500 Euro pro Jahr. Und das ist so viel, dass man in einigen Fällen mit den eingesparten Heizkosten den Kredit bedienen kann. Mittlerweile sind sie ohne Kamele, ohne orientalische Kleidung, dafür aber mit vorheriger telefonischer Terminvereinbarung in Viernheim unterwegs, die Energieberater. Wie zum Beispiel Martin Giebeler, seines Zeichens unabhängiger Energieberater und unterwegs auf Geheiß der Stadt Viernheim. Heute berät er Beate Hofmann, Hausbesitzerin in Viernheim und natürlich daran interessiert, Energie einzusparen. Diese Bürger, die Interesse bekundet haben, zu beraten, und das geschieht in der Regel nach dem gleichen Muster, also Terminvereinbarung, kurzes Vorgespräch, Hausbesichtigung und Nachgespräch. Ja, Frau Hofmann, wir machen gleich einen Hausrundgang vom Dachboden bis zum Keller, wenn es Ihnen recht ist, und schauen uns einmal alle Bauteile an. Und am Schluss unseres Gespräches würde ich Ihnen in diese Liste hier die Maßnahmen eintragen, die ich bei Ihnen für sinnvoll halte. Den Energieberatern kommt bei der Energiekarawane eine ganz besondere Bedeutung zu. Neben ihrer fachlichen Qualifikation müssen sie sehr kontaktfreudig sein und motivierend auftreten. Sie sind die Sympathieträger der Aktion. Sie sollen das Interesse der Hauseigentümer wecken und das komplexe Thema Energieeinsparung verständlich und zielgerecht vermitteln. Denn schließlich soll sich der Hauseigentümer nach der Beratung mit den energetischen Einsparmöglichkeiten auseinandersetzen. Alle an der Energiekarawane beteiligten Energieberater haben zuvor an einer von der Stadt Viernheim organisierten Kommunikationsschulung teilgenommen. Also wir haben bei dem ersten Durchlauf der Energiekarawane noch kalt an den Haustüren geklingelt und dann fühlt man sich wie ein Vertreter, der natürlich auch relativ viel Abweisung erlebt. Wir haben das jetzt im Durchgang 2 und 3 optimiert, sodass man nur zu den Haushalten kommt, die schon Interesse bekundet haben. Und das ist durchweg eine sehr schöne und konstruktive Atmosphäre. Die Leute sind wirklich richtig gehend dankbar. Wir haben uns kurz zusammengesetzt, haben die Erwartungen von Frau Hofmann abgeklärt, sind dann durchs Haus gegangen, haben alle relevanten Bauteile und auch die Heizungstechnik besichtigt. Und zum Schluss habe ich eine Aufstellung gemacht der Arbeiten, die ich kurzfristig, mittelfristig und langfristig für sinnvoll halte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir eine Energieanalyse hätte, ja, ob ich das Geld dafür ausgegeben hätte. Und diese Sponsoring der Stadt Viernheim, was den Eigentümer dann schon mal bewusst macht, wo steht ihr Haus, was können sie machen, was bedeutet es für sie, und auch mal wirklich schwarz auf weiß zu sehen,
wie mein Häuschen dasteht oder meine Wohnung. Das ist also unschlagbar, diese Bund-Land-Aktion. Das kann ich nur lobend den anderen Kommunen weiterempfehlen. Dreimal zog die Energiekarawane bislang durch Viernheim. Und waren es nach der ersten Aktion ein Drittel der Beratenden, die die empfohlenen Sanierungsmaßnahmen auch umsetzen wollten, so waren es bei der zweiten Aktion bereits zwei Drittel aller Beratenden. Manchmal muss man eben fantasievolle Wege gehen, um die Menschen zu erreichen.